Servus, ich grüße dich heute am Mittwoch. Richtig cool, dass du eingeschaltet hast und dir kurz Zeit nimmst, den Alltag zu durchbrechen. In Bayern sind die Ferien vorbei und die Schule geht wieder los. Endlich mal wieder ein bisschen Alltag. Auch wenn alles noch ein bisschen anders ist und man jetzt gerade noch ein paar mit Einschränkungen leben muss, aber zumindest startet die Schule mal ganz normal sehr gut. Wie gut, dass wir ein Schulsystem haben, wo Kinder, Schüler und Jugendliche zur Schule gehen dürfen. Was ist eigentlich das Beste an der Schule? Schreib doch mal in die Kommentare, was du an der Schule am besten findest. Für mich war Schule irgendwie immer ein bisschen, naja, sagen wir mal, schwierig, das Verhältnis ich und die Schule. Aber ich musste ja eben hingehen. Das Beste an der Schule war doch eigentlich, finde ich, dass man da Menschen getroffen hat. Dass man so ein Gefühl hatte, oh, das sind Menschen, da trifft man sich gerne, auch wenn es in der Schule ist. Und es war cool, wenn aus Mitschülern oder aus Kommilitonen plötzlich Freunde wurden. Hammergefühl, fand ich. Ich starte heute in eine neue Serie, die heißt, ihr könnt es schon lesen hier, Freundschaft. Und ich frage dich jetzt auch nochmal eine andere Frage. Was macht für dich eigentlich ein guter Freund aus? Was zeichnet eine gute Freundin aus? Was für Eigenschaften müssen Freunde haben, damit sie gute Freunde sind? Schreib doch mal hier unten in die Kommentare rein und lass mich daran teilhaben, was für dich ein guter Freund ausmacht. Gute Freunde, was für Eigenschaften, was macht Gott da eigentlich in diesen Beziehungen? Also Themen will ich in den nächsten Wochen mit euch besprechen. Es geht um Freundschaft und was eben da dazugehört. Mich würde total interessieren, was für dich ein guter Freund ausmacht. Für mich sind es ganz unterschiedliche Dinge, die damit hineinspielen. Ich habe auch mal in die Bibel reingeschaut und geguckt, was die Bibel zu Freundschaft sagt und habe da einen Vers gefunden, den fand ich irgendwie cool. Und zwar steht er in Sprüche 24, Vers 26. Und da steht, eine aufrichtige Antwort ist ein Zeichen echter Freundschaft. Das ist für mich so ein bisschen die Basic, die so zu einer Freundschaft gehört. Aufrichtigkeit. Nicht nur immer die schönen Sachen benennen, nicht nur Komplimente machen, nicht nur alles easy, locker Talk, Small Talk, sondern eben auch die heiklen Dinge ehrlich ansprechen. Das gehört für mich zu einer richtig guten Freundschaft. Ja, dass man nicht immer nur antwortet, was man gerne hört, sondern einfach ehrlich antwortet. Wie findest du meine neuen Schuhe? Und dann nicht zu sagen, ach ja, voll cool und du findest es eigentlich scheiße, sondern zu sagen, hätte ich jetzt nicht gekauft, aber wenn sie dir gefallen, zieh sie doch an. Oder wenn du so einen Kumpel reden hörst und der sagt, boah, der Lehrer fuckt mich heute wieder richtig hart ab, hab gar keinen Bock mehr, der ist so unfair. Und du dann sagst, ja, finde ich gar nicht. Ich finde, der gibt sich total viel Mühe und ist voll engagiert und gibt uns echt irgendwie guten Stoff an die Hand. Aufrichtigkeit in Freundschaften. Wie geht's dir damit? Bist du aufrichtig, wenn Freunde dich was fragen oder bist du eher so ein nach dem Mund Redner? Ich glaube, wenn wir aufrichtig sind, verändern sich unsere Beziehungen und wir kommen vorwärts. Wir verändern uns als Menschen, unsere Persönlichkeit entwickelt sich, weil wir mal auch ein bisschen geschliffen werden. Gerade wenn wir Freunde ehrlich begegnen, können wir vermeintliche Kritik auch mal besser hören. Wenn das Leute sagen, die random irgendwie zu einem kommen und einen kritisieren, dann ist man mal schwieriger. Wenn Freunde sagen, hey, hör mal zu, lass uns mal Real Talk machen über die Sachen, die gerade so anstehen, dann kann ich es auch besser hören, wenn ich eine gute Beziehung zu den Menschen habe. Wenn so ein Grundvertrauen da ist, dann kann ich mein Gegenüber wertschätzen, aber auch mal aufrichtig kritisieren und hat einen guten Rahmen. Hey, ich will dich ermutigen, ein aufrichtiger Freund, eine aufrichtige Freundin zu sein. Ehrlich und trotzdem liebevoll. Immer mit der Absicht, das Beste für den anderen zu wollen, aber auch mal auf Konfrontation zu gehen und aufrichtig, ehrliche Antworten zu geben. Immer wieder neu zu lernen, was heißt es eigentlich, ehrlich zu sein in der Freundschaft. Und Jesus ist mir da so ein gutes Beispiel, weil ich da auch immer wieder drin wachsen muss, in diesem Aufrichtigen. Ich muss an eine Situation denken, wo ihn zwei seiner Jünger, und ich denke, es waren auch seine Freunde, fragen. Die fragen, hey Jesus, ich würde gern mit dir, wenn wir im Himmel sind, zu rechten und zu linken von dir sitzen, sagen zwei von seinen Jüngern. Und Jesus hätte sagen können, ja, keine Ahnung, schauen wir mal, vielleicht klappt es ja, würde mich voll freuen, wenn ich neben euch sitze oder so. Nee, Jesus sagt, hey Leute, das geht nicht. Erstens habe ich es nicht zu bestimmen
Und zweitens, das liegt nicht auf meinem Schreibtisch. Gibt so klare Facts raus und ohne groß drum herum zu reden, sagt Jesus seinen Freunden ganz direkt ins Gesicht, Leute, so passt es nicht. Und ich will bei Jesus lernen, aufrichtig zu sein und meine Freunde ernst zu nehmen. Und ich wünsche dir, dass du ein aufrichtiger Freund, eine aufrichtige Freundin sein kannst. Ich glaube, das macht richtig Spaß, wenn wir da so unterwegs sind und uns gemeinsam nach vorne bringen. Ich will aufrichtig sein. Das ist so mein Satz für mich heute Abend und ich will dich ermutigen, aufrichtig zu sein. Und ich weiß nicht, wie es dir dabei geht, aber da können wir vielleicht auch mal in den Kommentaren oder du schreibst mir privat mal einfach, wie es dir damit geht, mit Aufrichtigkeit, ob das für dich total schwierig ist oder ob du dir mal voll leicht tust und du so ein direkter Mensch bist und immer so voll raushauen kannst. Lass mich doch mal teilhaben. Schreib mir doch gerne eine PN oder genau, wenn du meine Nummer hast, schreib mich so an, dann können wir mal ins Gespräch drüber kommen. Ich will mich stark machen für ein offenes Klima in Freundschaften, wo Kritik möglich ist, aber auch Wertschätzung da ist. In diesem Sinne wünsche ich euch richtig gute Freunde an eurer Seite und dass ihr zu guten Freundinnen und Freundinnen werdet, wo Menschen gerne sind und die Menschen sich wohlfühlen. Yes, das war's von heute. Macht's gut. Servus, bleibt gesund. Bis ganz bald. Ciao.